Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last Guardian mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich muss warten, bis der hier durch ist. Jetzt mach schnell. Schnell, Junge. Schnell. Das andere schnell. Schnell. Lauf. Komm rein! Oh, schnell! Ach Mensch! Ich hab doch gedrückt! Ach so, ich kann ja hier. Ich kann hier kämpfen. Runter! Junge, nun mach doch! Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich glaube, das Vieh ist nicht reingekommen, ne? Nun mach doch einfach mal, was du sollst. So, gut. Schneller. Ach, jetzt bleib ich am Brett hängen hier. Hallo. Oh, das nervt. Höhe. Nun spring doch hoch. Er macht das nicht hier. Also, das ist mir viel zu langsam. Schnell. Nimm es. Oh, er nimmt es nicht. Jetzt ist er drin. Lass los! Lauf. Oh, Entschuldigung für das Geschimpfe. Das wird noch lustig. Scheiße! Ich kann nicht laufen. Jetzt kann ich laufen. Aber jetzt. Vielleicht hätte ich auch aufklettern sollen. Oh. Halt dich fest, Junge! Er kommt einfach nicht hoch. Jetzt, ich glaube, das war's. Nochmal. Oh. Trico, wir haben's geschafft. Geh mal da hinten hin. Genau. Macht das jetzt von allein? Er guckt da oben schon so hoch. Ja, brav. Oh, geschafft. Oh, erstmal zur Ruhe kommen hier. Ganz langsam. Jetzt habe ich was im Auge. Ah, das juckt. Ah, so ist gut. Oh. Hört das jetzt mal auf hier? Hier ist nur das olle Auge, was weg muss. Da ist der Hebel. Den müssen wir natürlich erst ziehen. Hier ist eine Leiter. Das Auge kriegen wir schon weg, Trico. Keine Angst. Das kriegen wir weg. Huch. Das haben wir.
Dann gucken wir mal hier drüben. Ja, man sieht nicht viel hier. Vielleicht sollten wir mal wieder auf ihm raufklettern. Ja, jetzt dreh dich wieder weg, dass ich nichts sehe. Hätten sie das nicht so machen können, dass der Junge dann mal einfach stehen bleibt? Ja, da müssen wir rauf. Halt dich fest. Und jetzt? Und jetzt? Geht's da oben irgendwo weiter? Rico guckt da hin. Aha, da hinten müssen wir hin. Da oben hin. Huch, oh, das ruckelt. Na, machst du's? Jetzt hüpft er wieder zurück. Oder was? Ach Mann. Ich wollte da oben rein. Hopp, genau. Kletter doch mal rauf, Junge. Wo hüpfst du denn hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich das steuern soll. Ich verstehe dieses Spiel in der Hinsicht nicht. Ich visiere ja mit der Kamera das an. Das wurde eigentlich so beschrieben, dass das reichen soll. Und dann, ich sag mal gar nichts hier mehr. Ich lasse ihn machen. Jetzt gehst du wieder nach ganz unten. Ja, genau. Das macht ja auch so viel Sinn. Was soll ich denn dazu sagen? Bisschen frustrierend im Moment. Denn das Steuern der Figur funktioniert nicht so, wie es beschrieben ist in den Beschreibungen, die ich mir da so angeguckt habe. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Jetzt hüpft er da wieder hin. Vielleicht macht er das ja auch von alleine, wenn er sieht, er kommt da nicht weiter. Hier unten ist aber auch nirgendwo was, ne? Nee. Jetzt geht er wieder da auf. Genau. Ich will da oben rein. Aber wie soll ich da hinkommen ohne ihn? Oder hier hinten rauf? Ich weiß nicht. Gehen wir hier erstmal hin. So. Hier ist ja nichts, wo er noch hin kann.
Die Kamera stellt sich nicht. Nee, ich da hoch will, dann muss Trico dahin hüpfen, aber das macht er nicht. Wie sieht ihr jetzt so ein Ding an? Das müsst ihr eigentlich schaffen. Na, Trico, traust du dich nicht? Ich brauche ihm kein Zeichen geben. Bin da der festen Überzeugung, dass er dann wieder runtergeht. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Möglichkeit, für den Kleinen zu klettern. Also die Steuerung von ihm hier ist... Ja, jetzt guckt er wieder nach hinten. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Hätte ich mal das bloß nicht gemacht. Jetzt kommen wir wieder, jetzt springt er wieder zurück. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich werde da nie, ich komme da einfach nicht hin. Hallo, Junge, du sollst da vorne hinklettern. Da sollst du hinklettern. Ich springe hier gleich ganz runter. Naja, dann lassen wir mal runterhüpfen. Was wollen wir denn machen? Trico hat sein Eigenleben. Und ich komme hier nicht weiter. Ja, hüpfen wir nach ganz unten jetzt. Das passt jetzt noch. Ganz, ganz runter. Genau. Genau dahin. Ja, das ist gut. Ich brauche ihm kein Zeichen geben. Er macht, was er will. Da oben sollst du hin. Da oben. Mann. So, ich denke mal, ich lasse ihn da jetzt nochmal hochhüpfen und wenn da nichts passiert, muss ich mal nachschauen, ob ich irgendwas falsch mache. Muss ich ja. Weil wie gesagt, ich traue mich ihn jetzt gar nicht zu steuern, weil er genau das Gegenteil von dem macht, was er machen soll. Er springt dann irgendwo hin, wo ich das ich will, da oben in diese Öffnung rein. Ich denke mal, dass es da weitergeht. Aber das schaffe ich nicht ohne ihn. Ich meine, ich mache jetzt gar nichts hier. Ihr seht das ja. Er springt da von ganz alleine hin. Aber er bleibt denn da eben stehen und springt nicht weiter. Springt auf diese Plattform und dann ist Schluss. Es bleibt ja auch nicht so stehen, ne? Ich muss ja... Guck mal, dann geht das wieder runter. Ich kann auch die Taste drücken, der passt. Also das ist der linke Trigger 1, glaube ich. Taste L1 ist das, glaube ich. Ja, wir werden das mal so machen. Ich gucke mir das mal an, denn das ist absolut unbefriedigend. Wir können ja nicht andauernd hier hin und her springen. Da komme ich ja... Da kriege ich ja eine Krise. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, was soll ich sagen? Jetzt macht er das auf Anhieb. Ist nicht, es ist zum Verrücktwerden. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts anderes gemacht wie vorher. Ach, er kriegt hier durch. Ich kann ja gar nicht gucken so schnell. So, jetzt sind wir erstmal hier drin. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Oh, so viel geht hier. Da ist eine... Wir müssen dieses andere Tor aufkriegen, vermute ich mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Und dann runter jetzt hier. So. Nachdenken soll so gehen. Was passiert denn?
Atimetisisi, Atisakastu, Aukuirunesi. Ja, ich weiß das doch. Wie so eine Katze, ne? Guckt euch das mal an. Ich muss da hinspringen. Jetzt kriege ich das Ding nicht gegriffen. Weil er damit spielt. Ich weiß, dass wir da ran müssen. Spring doch da mal einfach gegen. Er nimmt die Kette nicht. Er nimmt sie nicht. Muss ich wieder... Oh, wahrscheinlich muss ich auf Trikots aufklettern. Das ist wieder komisch alles. Sonst kann man die ganze Zeit gegenspringen. Jetzt ist alles wieder anders. Und zweitens, als man denkt. Ich drück den Klöppel nach vorn. Er bleibt stehen. Ja, jetzt geh mal weg. Genial. So eine Hampelei hier. Also das Nachdenken, da kann man wohl die letzten... Ich kotze gleich ins Essen. Vielleicht geht's ja auch gar nicht. Ich weiß das doch nicht. Nimm doch einfach mal die Kette. Das ging doch sonst auch. Macht keinen Sinn. Jetzt bleibt er wieder stehen. Junge, 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 Junge. 9 Jahre Entwicklung und dann so eine Steuerung. Jetzt geht er wieder weg. Jetzt komme ich da wieder nicht hin. Ja, schmeiß mich mal runter. Kann ich mich jetzt? Ich wollte eigentlich auf die... an die Kette springen, aber... Naja. Dieses Rumgehampel. Nun spring doch einfach dahin. Danke. Geht doch. Hier ist ein Hebel. Ach so, ich muss ihn ja gedrückt halten, so. Was war das? Ja. Es gibt ja kein Gehen. Es geht nur ganz langsam schleichen und dann Sprint. Er nimmt die Kette nicht. Er nimmt sie nicht. Jetzt hänge ich hier. Du, Trico, so lang ist dein Schwanz nicht. Geil. Was sollte diese Aktion jetzt hier? Der arme Junge. Springt der jetzt nochmal da hoch? Wo ist er denn? Ey, wer hat diese Steuerung verbrochen? Vielleicht kommt der Japaner mit klar. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt macht Trico wieder nix. Da oben müssen wir hoch. Ja, ja, ja. Machst du? Ich kann nicht das anvisieren und Dings gleichzeitig. Ich muss da 3 Tasten drücken. Füllt ihm jedenfalls ein. Oder kann ich ihm sagen, dass er das Ding greifen soll? So kann ich ihm gar nichts sagen, weil er klettert einfach nicht dahin, wo er hin soll. Was machst du jetzt? Was passiert jetzt?
Ich sehe den Jungen nicht mehr. Hallo, Spiel. Danke. Ach, nun kletter doch runter. Das ist... Er klettert nicht runter. Ich drück den Klöppel nach unten. Hallo? Da muss man doch bei verrückt werden. Ich wollte ein entspanntes Spiel spielen. Davon ist nicht hier nicht... Warte mal, jetzt hat er die Bewegung ganz kurz gemacht. Jetzt macht er sie aber nie wieder. Vermute ich mal. Ich habe hier nämlich eine Treppe gesehen. Da gehen wir jetzt mal hin. Was ist denn jetzt hier? Soll ich jetzt dahin springen oder dahin springen? Oh, ein Geier. Ja, mit dem Arsch zuerst raufklettern, das kommt gut. So. Ist ja interessant, was ist denn das hier alles? Ich habe mich verdrückt. Ich gebe es ja zu. Aber jetzt hänge ich hier. Kann ich denn auch hier hängen? Ja. Hier ist eine Kette, hier kann ich runter. Ach, guck mal, die würde er dann greifen. Wo ist denn hier ein Hebel? Da ist ein Hebel. Ja, ist egal. Wir sind unten. Hier ist der Hebel. So. Was habe ich jetzt gewonnen? Aufheben? Und nu? Jetzt habe ich das Ding. Hallo? Was soll ich denn jetzt damit? Gehen wir mal hier hoch. Bin ich ja... Oh, diese Kamera. Der macht die mal einen Satz von oben nach unten. Ach, da oben komme ich durch. Da oben komme ich durch. Oh, die Folge wird die ganz schön lang, glaube ich. 14 und 9. Na gut, wir können jetzt hier einen Feierabend machen, also einen Stopp machen. Und dann werde ich mal in der nächsten Folge sehen, was ich hier machen kann. Aha, alles klar. Ich lasse das mal stehen. Guck mal hier, die Dinger müssen wir bestimmt aufmachen. Aufheben. So. Können wir beide Türen aufmachen? Das machen wir noch. So. So, und dann werden wir in der nächsten Folge zu unserem Freund gehen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.